Yo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Wir zocken jetzt den Aureol Soul. Der ist gerade kostenlos. Habe ich mir gedacht, zocken wir den mal. Ich habe den früher mal eine Zeit lang ziemlich gerne gespielt. Der ist nicht gerade einfach. Und vor allem nicht gegen den Yasuo. Das sind sicherlich die Samen, die für euer Glück. Ich bin mal gespannt, ob ich den noch hinkriege. Weil, ja, der ist halt wirklich, finde ich, nicht gerade einfach. Und da ich jetzt lange nicht mit dem gespielt habe, könnte der gerade deswegen nochmal ein Ticken schwerer sein. Aber mit gegen den Yasuo müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Oh. Shit. Himmelsdrachen folgen unseren eigenen wunderbaren. Normalerweise, weil eigentlich kann man ziemlich gut poken. Aber auch erst im Nachhinein, wenn ich mehr Mana hab. Langweile mich nicht, das ist gefährlich. Ups. Ist oh wow. Aber bewundernswert. Ja, kommt der Warwick. Oh, nein, der Warwick ist top. Ich sehe ein Universum ohne Licht und Erde. Nicht wow. Einmal Geschichten. Atomisieren. Okay, den habe ich, aber den nicht mehr. Fuck. Ah, ich wusste, dass der Warwick kommt. Aber ich wollte unbedingt den Yasuo noch haben. Aber ich habe den Flash ein bisschen... Ah, ich hätte den eigentlich erst igniten müssen und dann wegflashen. Dann hätte das wahrscheinlich funktioniert, aber... Ja, ich war mir noch ziemlich unsicher. Das ist jetzt auch meine erste Runde seit fast 2 Wochen, glaube ich. Oder seit einer Woche. Obwohl, ich glaube, wir hatten ja vor kurzem erst den Stream gehabt. Also ist noch nicht ganz so lange her. Aber ich habe auf jeden Fall seit dem letzten Stream nicht mehr wirklich LOL gezockt. Weil ich halt wirklich mit Horizon ziemlich viel beschäftigt war. Und dann habe ich auch Uncharted 4 jetzt durchgezogen. Das war auch wieder eine Nacht. Bis 4 Uhr habe ich dran gesessen. Weil ich eigentlich dachte, Uncharted ist nicht mehr so lang. Aber war dann doch noch länger wie gedacht. So, jetzt weiß ich nur nicht mehr, was ich skillen muss zuerst. Ich glaube, die. Oh, das sieht aber geil aus jetzt. Dann haben die auch gepatcht. Ich glaube, die W. Bin mir nicht sicher. Kann auch die Q gewesen sein. Ich denke mal, mit der W kann ich jetzt besser poken. Momentan. Okay, den Trade haben wir auf jeden Fall gewonnen. Jawohl. Da haben wir ihn wieder. Drecksack. Easy. So, jetzt weiß ich nur nicht. Mana-Sekunden, Mana. Schadensbonus, Abklingzeit. Mana ist schon ganz cool, aber. Ich weiß jetzt auch nicht. Passiv erhöht den. Diese Sonne könnte einen neuen Kern. Ich mag's jetzt die W einfach. Komm, scheiß drauf. Das Schwierige an Aureol ist einfach gleichzeitig auf seine. Wow. Auf seine Sterne zu achten, wo die gerade sind. Oh, das geht böse ins Auge. Das geht böse ins Auge. Fuck! Ah, da war ich jetzt stupid. Ich habe gesehen, dass der am Drachen war. Oder hättet sehen müssen. Ich habe den Schrei auch gehört, aber nicht wirklich. Ja, nicht wirklich bewusst wahrgenommen. Aber wir holen uns erst den noch und dann werden wir gleich auf Schuhe gehen. Ich wollte auf jeden Fall die Wave dann noch haben. Aber jetzt hat mich das zu weit
mit dem Skill meiner Fähigkeit beeinflusst. Nein. So, jetzt haben wir unsere Ult. Jetzt hätte ich die Ult gerade schon gehabt, dann wäre ich da gerade auch schon rausgekommen. Denke ich. Aufregend, oder? Mein Werk wird von Welten. Ich habe früher gerne den Aureol, Soul im Jungle gespielt. Das fand ich, hat nämlich mega Bock gemacht. Oh, guck mal, selbst die habe ich noch gepult. Im Jungle fand ich, hat der mega Bock gemacht damals. Wobei das halt immer so ein bisschen dumm war, weil man konnte nicht wirklich sich beim Counter-Ganken in den im Dschungel verstecken. Oh, fuck. Oh, lol. Oh wow, und dann kommt auch noch ein Bart. Scheiße. Ah, fuck. Ah, da ist jetzt halt wieder ein bisschen schwierig, dass der Yasuo halt ziemlich mobil ist. Und gerade wenn ich zu weit rausgehe und meine Minion Wave ankommt, dann ist halt ziemlich problematisch. Dann ist halt ziemlich scheiße. Dann ist halt ziemlich scheiße, aber hey, scheiß drauf. Gegen Yasuo zu verlieren mit Aurelion ist gar nicht mal so. Naja, so. So schwer, sag ich mal. So, Hauptsache, das Farmen gelingt. Solange das Farmen gelingt, ist noch alles toppi. Die Sterne stehen nie günstig. Außer natürlich für dich. Ja, und so schlecht sehen wir ja noch nicht. Ich meine, jeder Kill auf Yasuo ist natürlich ein beschissener Kill. Jeden Kill, den man abgibt, ist natürlich kacke. Oh fuck, lol. Oh wow, ich wollte den noch. Oh Gott sei Dank, dass der nicht hinterher geflasht ist. Ich wollte den eigentlich noch mit meiner Ult wegkicken, aber ich hatte die Ult ja gar nicht ready. Oh nein, ehrlich. Ah, fuck. Ich hab gedacht, ich krieg den scheiß Kyo noch vorher raus, dass ich den hier gestunt krieg, bevor der mich anspringt. Aber. Fuck. Aber ist ein mieser Drecksack, dass der sogar dived. Ich meine, gut, wenn der jetzt seine Ult nicht getroffen hätte, dann, also so ein Wirbelsturm, dann wäre der auch nicht reingekommen, denke ich. Ah, fuck. Oh, was habe ich denn das gemacht? Und der farmt sein Camp da, seine Raptoren ab. Lol. Fuck, man. Ich komm nicht durch. Och, fucking Minions. Jetzt habe ich meine Ignite umsonst weggehauen. Ich hätte den haben können. Shit. Und jetzt ist der Warwick auch hier irgendwo. Weil sonst wäre der Dings nämlich zurückgegangen. Denke ich. Ah, jetzt kann der halt kommen. Ah, schwierig. Dann sterben.
lol. Holy shit. Vorne ist der Warwick. LOL! Was? Hä? Habe ich den nicht mit meinem Dings getroffen? Mit meinem Kometen? LOL! Ich hab den. Ich war mir so sicher, dass ich den mit meinem Kometen getroffen habe. Holy shit. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das jetzt noch funktioniert mit dem Ryleys. Weil damals war es halt so. Mit dem Ryleys, der Slow, der war so gut, dass wenn man den. Wenn man die W aktiviert hatte und solange man Mana hatte, konnte man auch durchgehend an dem Gegner mit. Also, dass der genau in dem äußeren Kreis der W war. Das hat halt super gepasst. Jetzt sehe ich halt den Warwick nicht. Ich weiß nicht, ob der noch hier ist. Ob die zum Drake gegangen sind. Weil der Warwick war ziemlich low. Ah, fuck, der Dings ist auch hier. Der Djinn. Ah, fuck. Hä, war der nicht gerade noch da, Alter? Ich hab, meine ich, gerade unten einen roten Kreis gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, von wegen geil, es ist nur der Bart und der Warwick da. Warwick war ultra low. Habe ich mir gedacht, geil, kannst du rein. Oder der Djinn dann auch noch da war. Naja, so haben wir den Drake jetzt nicht Doch, der Drake ist noch ab. Geil. Naja gut, dann war nicht worth. Ich habe einen Kill gekriegt. Der Drake ist noch ab. Und mein Team konnte aufräumen. Dann war gut. War gar nicht mal so fail. Ich meine, ich habe zwar einen Tod mehr, aber hey. Scheißegal. Die haben den Drake nicht gekriegt. Und... Was, der Gegner hat seinen eigenen Turm zerstört? Targon benutzt mich schon viel zu lange als Waffe. Ich weiß nie, zu ordinieren. Ja, das funktioniert mit dem Slow. Oh fuck. Oh fuck, mein Leben. Mann, nein, Alter. Was macht der? Geil. Also einen besseren Gang kann man nicht hinliefern. Und es funktioniert halt mit dem Ryleys noch. Der Slow ist noch lang genug. Ich hätte den Dings auch nochmal gestunt, aber hat der Warwick dann natürlich dann noch um die Ecke gesprungen kommt mit seinem Scheiß, mit seiner scheiß Ult. Ja. War natürlich jetzt mehr als ärgerlich. Es ist kein Comeback, wenn man nie. Ja, Warwick schon 3-2. 3-2-5. Aber ich kann jetzt die Mitte auch nicht komplett vernachlässigen, weil sonst wird der Yasuo halt zu fett. Und der will mich eh anspringen. Okay. Der Warwick, der will gleich definitiv springen. Hat er seine Ult schon wieder ready? Ich weiß es gar nicht. Kann das sein? Auf jeden Fall will er uns baiten. Wenn ich da jetzt hingehe, dann fickt der Yasuo mich. LOL! Warum habe ich jetzt auf einmal... Nein! Ah!
jetzt habe ich die ganze Zeit die... Ah, fuck, das war dumm, Alter. Das war einfach nur dumm. Ich hatte meine W zu viel angehabt. Scheiße. Deswegen hatte ich kein Mana mehr gehabt. Ich wollte die nämlich hier, wo ich hier stand, wollte ich die beide da in der Reihe mit der Ult killen, aber... Fuck, Mann. Ah, ich glaube, ich sollte ein bisschen chilliger spielen. Definitiv, Alter. What? Ich bin schon 8-mal gestorben? Hä? Wann bin ich denn 8-mal gestorben, Alter? Bin nur einmal hier, einmal da, einmal oben, oder nicht? Und da jetzt gerade. Sterne sind Staunen und Liebe, die in Flammen stehen. Hab ich jetzt irgendwie was nicht mitgekriegt, oder was? Ach, nein. Okay, ich bin, glaube ich, noch nicht so ganz auf der Höhe. Erinnerung an dich wird vergehen. Oh Mann, ey. Naja, gut, mit 8-mal, scheiß doch. Oh shit, das war, ist jetzt schon nicht so, nicht mehr so geil. Oh lol. Oh lol, der steht noch im Tower. Oh lol, und der kriegt den Timo auch noch kaputt. Trotz meiner Ignite, trotz dem Tower. Holy shit. Ist ja schon tanky. Ah, ich habe jetzt nicht so wirklich Impact, weil ich noch nicht wirklich viel Fähigkeitsstärke habe. Zu wenig Farm für die Zeit. Keine Kills, keine Assists. Oder sehr wenig. Ja, und dann habe ich halt vielleicht auch eventuell ein bisschen beschissen gebaut, dass ich mir erst HP gekauft habe. Ein Stern ist so viel mehr als ein wunderbar leuchtender. Naja, gut, egal. Ist die Runde ist jetzt eigentlich auch einfach nur zum Aufwärmen. Denn ich will mich gleich mal wieder ans Rank machen. Ein paar Ranks spielen. Verzeihung. So, können wir wieder nichts machen. Naja, so gut wie Yasuo auch, so wie gut Aureol auch gegen Yasuo ist, so beschissen ist er auch. Denn, ist klar, dass ich den hinter seiner Windwall mit meiner W angreifen kann. Aber das Problem ist einfach das größte für Aureol, dass Yasuo einfach nur ziemlich mobil ist und Leichtigkeit eigentlich an Aureol rankommt. Mann, der letzte Stern, der hätte den treffen müssen. Fuck! Ach, shit. Ah, da passt. Pisst mich so an, ne? Ja, und halt hatte mit der Passive Schwierigkeiten, als wenn ihr jetzt hier, haben wir gerade wieder gesehen, ich habe die Wölfe angepult. Wären die Wölfe nicht angepult geworden, dann wäre der hier nicht rangekommen, dann wäre der niemals an mich rangekommen und der wäre ein Safe Kill gewesen. Deswegen, das ist immer die Scheiße. Was mich damals an dem Jungle Aureol auch schon teilweise mega angepisst hat, dass du dich einfach im Jungle nicht wirklich bewegen kannst, ohne umliegende fucking Dudes anzupullen. Lande ich wieder hier. Und dann gerade gegen Yasuo, sowas ist dann natürlich dann übel fatal.
Ah, jetzt haben wir ihn. Wichser. Immer mit seiner Hin- und Her-Tanzerei da. Und da kommt Warwick. Oder? Ne, Warwick ist da unten. Da war gerade irgendeiner im Jungle. Haben die den Warwick? Ah, es geht. Oh lol. Oh lol. Oh wow. What the fuck? Ach, und der Warwick, den habe ich auch mit einem scheiß Dings, aber ich wusste ja, dass der Djinn hinter mir ist. Ich wusste nicht, wo der war, wie weit der weg war. Ah, sonst hätte ich den Warwick nämlich eigentlich auch noch haben können, aber. Da war auch zu zögerlich. Ja, und Bardplay war dann auch mega gut, Alter. Und vor allen Dingen Bard hat dann fucking Ignite, Alter. Scheiße. Also die Runde läuft echt nicht gut. Aber hey, zum Warmzocken drauf geschissen ist okay. Ich habe mir extra Aureo Soul ausgesucht, auch zum Warmzocken. Weil ich ja wusste, dass der schwieriger ist. Oder ich finde den einfach allgemein ziemlich schwer. Weil man. Ich finde sogar Aureol ist sogar noch schwieriger wie ein ADC zu spielen. Denn als ADC muss man auch auf viele Sachen gleichzeitig achten. Und mit dem Aureol Soul ist das genauso. Mit dem muss man halt auch auf so viele scheiß Sachen achten. Wie der seinen letzten Schuss einfach für mich aufbewahren will. Hoppala, Wichser. Ja, gegen den Warwick kann ich alleine sowieso nichts machen. Jetzt kommt der auch noch. Weg mit dir! Weg mit euch, ihr Wichser, Alter! Oh, wow. Also mit 4 Mann an, Alter. Na gut, jetzt sind die eh zu fett. 32-15, Alter, was willst du da noch machen? Das ist Alter, der 477 Stacks. Holy shit. Also ich würde behaupten, dass der mich two-hittet. Würde ich einfach mal so behaupten. Lol, alle haben so einen Assist gekriegt, nur ich nicht. Die Sonne hängt schief. Ah. Warum auf mich, Alter? Was soll der Scheiß? Warum auf mich? Warum muss der Warwick immer seine beschissene Ult auf mich ziehen? Ich hab die jetzt in dem Game schon 4 oder 5 Mal gefressen. 4 Mal, glaube ich. Naja, die Stats sind mega kacke. Eigentlich können wir dann auch aufgeben, komm. Let's go. Wir haben eh keine Chance mehr. Ja, Leute. Abschluss, denn. Ja, ist so ein bisschen. Man kann Aureo Soul gegen. Ja, so denke ich mal, gewinnen.
Aber es ist ziemlich schwer, man muss ziemlich passiv spielen und das habe ich halt nicht getan, Leute. Egal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein!